Zaufuß, Leute! So, wieder mal ein Test für alte Chinaböller oder halt ältere. Noch von Keller, Chinaböller B. Mit dem Münchhausen, mit dem Lügenhain da drauf, ne? Der Bauer. So, da sieht man noch. Chinaböller B, FKW Keller. Was haben wir da? F3, und das ist eh, das ist schön von Red Lantern Brand. Ganz klar da drauf. Also schauen wir uns mal gut an, die Teile. Haben wir mal wieder Sorte Chinaböllerchen. Oh, die schauen wir gut aus. Uiuiui. Schauen wir mal. Schnell einschieben da den ganzen Müll. So. Das war einmal einer. Kriegen wir das scharf an, oder? Ja. So, das war mal unten. Ja, eh noch eingestopft. Und noch auch noch tippitoppi eigentlich. Und da oben. Auch noch zugestopft. So, schauen wir mal, was sie können, oder? Wow. Denkerstoff gar nicht, ha? Mit Schnipsel. Nett. So, ein paar Rippen. Das ist eine lässige. Ja, das alte Zeug, ja, das kann schon noch was. Man muss nicht unbedingt immer einen BKS-Büller haben oder sowas, ne? Ich meine, wir als Österreicher sind so. Alter, schaut das so. Gewohnt gewesen, ne? Immer BKS-Büller haben. Aber eben, selber guten. Schwarzbull von China Böller hat es halt auch früher gegeben. Aber ich sage das, die machen halt auch Spaß, da können wir Schnipsel machen. Obwohl ich bin ja einer, ich mag ja BKS-Böller und Schwarzbull von Böller. Sie müssen ja halt geil sein. Ne? So, noch ein letzten in der Luft. Nicht lang gelabert, oder? Geht? Schön. Das ist das schön. Schaut dir das über. Schöner Regen. Nett. Ja, geile Scheiße, muss ich sagen. Schade, dass das ganze gute Zeug nicht mehr gibt. Ja, obwohl, ein bisschen Funke gibt es ja nicht, ein bisschen Feuerwehr gibt es, Kardan gibt es jetzt auch noch. Aber das ist halt noch was anderes. Ne? Das ist halt noch Holzdorf. Ne? Geile Scheiße. So, das war's gewesen. Na, bis zum nächsten Mal und Servus.